So, wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Wir machen ja noch fix den Vollbit-Modus wieder an und dann starten wir heute mal nicht in Salt and Sanctuary rein, sondern wir schauen uns mal Celeste an. So, wir können uns umbenennen. Der Hilfemodus ist aus. Ich würde sagen, wir spielen ohne Hilfemodus, aber wir benennen uns um. In einfach unserem Namen. Metabix. Lassen wir natürlich den Unterstrich weg. So. Und auf geht's. So, Metarex. Atme einfach. Warum bist du so nervös? Und da sind wir auch schon. Kleine Figur hier. Normal springen funktioniert, rechts, links funktioniert. Wir können uns ducken. So, genau. Und wie ihr seht, das ist ein pixeliger Plattformer. Oh. Damit sollte unser Rückweg scheinbar gesperrt sein. Also gehen wir mal nach rechts, was gibt's hier? Klettern halten, LT. Da kann man nach oben klettern, wie geil ist das denn? Können wir da einfach nur. Okay, man kann auch wieder von der Wand abspringen. Könnte man theoretisch da einfach wieder zurückgehen? Okay, hier ist bloß unser Auto, aber wir können nichts machen. Außer uns vielleicht. Überklappt auf dem Auto rumducken. Okay, aber ansonsten, okay. Hier, die Laterne ist kaputt. Ah, die ist ganz. Und die ist ganz. Hm. Dann gucken wir mal weiter. Ja, das wissen wir schon. So. Hier können wir hoch. Oh, ein Haus. Und eine. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Das Schild da vorne ist kaputt. Ist das hier der Pfarzenberg? Du bist fast da. Du musst nur noch über die Brücke. Oh, wie cool. Übrigens sollten Sie mal jemanden wegen Ihrer Abfahrt kommen lassen. Die Kante ist eingeschlossen und ich wäre fast draufgegangen. Ha, ha, ha. Wenn ich meine Auffahrt fast zu Fall gebracht könnte. Nee. Wenn ich meine Auffahrt fast zu Fall gebracht hat, könnte der Berg eine Nummer zu groß für dich sein. Nun, wenn so eine alte Schrulle wie sie hier draußen überleben kann, schafft das wohl allemal. Wie du willst. Du solltest aber wissen, dass der Celesteberg ein seltsamer Ort ist. Du könntest Dinge sehen. Dinge, auf die du nicht vorbereitet bist. Sie sollten sich Hilfe suchen, werte Dame. Ach, wie cool. Können wir in das Haus rein? Nö. Nee. Können ja sonst nichts machen. So. Oh. Jetzt aber flink.
das war's das schon mit uns. Nein! Ja. Da können wir uns doch noch mal retten. Du schaffst das. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. So, der nächste Halt ist die verlassene Stadt. Kapitel 1. Die verlassene Stadt. Der Aufstieg. Um eine Pause zu machen, wähle im Pausemenü jederzeit Speichern und Beenden. Du setzt das Spiel dann später im selben Bildschirm fort, das heißt, dein Fortschritt geht nicht verloren. Wunderbar. Naja, hat aber einer nie wirklich aufgeräumt. So. Ich will es einfach mal sehen, was hier unten... Okay. Da war nichts, außer der Tod. Nein! Fängt er schon super an. So, jetzt. Aber das gesehen, wir haben, wenn wir den Dash machen, blaue Haare. Ich muss sagen, die Musik ist mir ein kleines bisschen zu laut. So, machen wir die Musik mal auf 5. Das dürfte doch besser funktionieren. Was ist... Oh, Sprungfeder. Und damit haben wir die Erdbeere. Eine Erdbeere haben wir bis jetzt. So. Oh, schön Wandsprung, ja. Sehr gut. Na? Nein. Ich hätte mich festhalten sollen und die ganze Zeit rumspringen dürfen. Nein. Jetzt. Geh doch da hoch. So, wir wollen... Jetzt hier. Ständig verwechsle ich springen. Spring mit Dashen. So, jetzt. Dash und sterben. Okay. So, Dashen, halten, hoch. Runter. Sterben. Von vorne anfangen. So, da hoch. So, nochmal gerade so gerettet. So, ich vermute mal, wir müssen dann die rechte Wand, damit wir dann... Mann! Ich steppe noch öfters als in Sword and Sanctuary. So. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. So, zack, da hoch. Dahin. So, geht doch. Geht doch. War doch gar nicht mal so schwer. Das sind nur gefühlt 20.000 Mal... 20.000 und einmal gestorben. Huch! Das hat mich jetzt aber... auf den falschen Fuß erwischt. Dass wir so schnell dabei sind. So, nein! Ach, Mann. Ist ja schrecklich. Ich muss erst mal reinkommen auf die Steuerung. Oh, Mann. So. Ey! So, ich hab... Oh, ah! Wir dürfen jetzt hier nicht nach oben dashen. Sonst verschwindet das, ich verstehe. Jetzt müssen wir das so machen. Aha. Na, so. Was haben wir hier links?
Eine Erdbeere. Nee, nee, so mein, so wollte ich das nicht. Zack, zack. Jetzt nach oben. Hier langsam rund. Da eigentlich langsam runter, um dann nach rechts stationen zu können. Ah, natürlich dürfen wir nicht da oben in dem Eiszapfen sterben. So, haben wir sie. Sehr schön. Was ist da hoch? Was ist dort oben? Müssen wir dann mal gucken, vielleicht finden wir es ja. Oh. Ah, wir können das damit noch extra boosten. Ah, das ist zu wenig. Nochmal, nochmal, nochmal. Nicht gesprungen. Nein. Regenerieren wir unseren Double Jump, wenn wir an der Wand hängen? Nee. Kommen wir da hin? Das ist zu wenig. Oder ich mach's falsch. Können wir da links hin? Können wir ja. Ah, noch ein bisschen weniger. Hier so vielleicht? Nee. Ah. Ich weiß nicht, ob wir da bei dem Metallteil durch können. Aber ohne den Boost kommen wir da gar nicht an die Wand da rechts. Also müssen wir vielleicht. So. Noch nicht in die scheiß Stacheln springen. Nein. Geht doch da hoch. Grandios. Oh. Später abspringen. Springen wir höher. So, kommen wir ungefähr. Kommen wir fast mit dem Kopf unter dieses graue Teil. Ich weiß halt nicht, ob ich wirklich im perfekten Moment gerade abspringe. So ist auf jeden Fall zu früh. Das wird wohl schon wieder zu spät sein. Das reicht aber nicht ganz. Oder ich kann mich da vielleicht an der Kante festhalten. Ja, das war zu spät. Das war nicht optimal. Das war wieder nicht optimal. Nein! Quetscht er mich? Okay, das Ding kann uns auch töten. Gut, dass wir es jetzt auch wissen. Nein! Okay, da schiebt es uns aber nur runter. Ich würde gerne mit dem Boost direkt an die Wand links hinten ranspringen. Ah, na klar. Das ist die Rätsellösung. Dass ich da noch nie eher drauf gekommen bin. Jetzt muss ich nur noch executen. Geht doch. Oh Mann.
Ich will die ganze Zeit direkt dahin springen. Okay, was haben wir hier? Sub-Area. Was? Nein? Jetzt. Können wir nicht. Man kann Momentum speichern. Als ich mich da gerade festgehalten habe, war da schon... Da war da schon... Ich kann es ja nochmal versuchen. Oder ich sterbe einfach. Oh, schön. Nochmal. Ja, sehr gut. Immer weiter so. So, wie mache ich das jetzt? Na, ich lasse es lieber. Ich gehe erstmal weiter, bevor wir hier bei dem Abteil eine halbe Stunde stuck sind. Weil ich so dämlich bin. Machen wir erstmal. Oh, hier ist ein Save Point. Oh, wo ist ja ein Save Point? Ich dachte, man kann überall speichern. Okay, da geht's nicht weiter. So, was ist hier? Was sind das für Punkte? Da können wir nochmal. Oh. Sehr cool. Oh, wer ist das? Hallöchen, Weggefährtin. Oh, hi. Was für eine Wahnsinnsnacht zum Wandern. Ja. Dieser Ort ist schon etwa echt verrückt. Kann kaum glauben, dass es so was überhaupt gibt. Nicht der leichteste Aufstieg, was? Aber ich denke mal, genau das, was ich gesucht habe. Wow, das klingt ziemlich ernst. Ich freue mich einfach, an so einem einsamen Ort einen anderen Menschen über den Weg zu laufen. Ich bin übrigens Theo, ein Abenteurer aus fernen Landen. Redest wohl nicht gerne was? Mysteriöser, einsamer Wolf-Typ. Ich verstehe schon. Hast bestimmt eine dunkle Vergangenheit. So, erstmal einen Schluck trinken. So, können wir nochmal mit ihm reden? Nee, tut mir leid. Ich bin mit Tarix. Mir geht nur viel im Kopf herum. Nun, Metarix, ich würde sagen, du bist ja goldrichtig. Mir frieren die Zähne ab, aber ich kann mir keinen besseren Ort für die stille innere Einkehr vorstellen. Ja, vielleicht hast du recht. Aus welchen fernen Landen kommst du denn? Nun, meine neugierige Landsfrau, ich entschwärme dem mysteriösen, exotischen Königreich von Seattle. Klingt ja spannend. Diese Stadtruine ist der Wahnsinn. Warum wohl eine ganze Stadt verlassen wurde? Ich habe gelesen, dass irgend so ein Megakonzern damit begonnen hat, sie zu bauen, aber dann keiner hier leben wollte. Ich frage mich, warum. Ich setze auf eine Vertuschung seitens der Regierung. Was für eine Verschwendung, das alles einfach so hier hinzubauen. Zumindest genießen wir die Überreste. Richtig. Bist du hier, um diese Stadt zu erkunden? Ja. Ich stehe auf verlassene Orte. Oh, Lost Places. Und ich betrachte mich gern als angehender Fotografen. Ach, echt cool. Hast du einen Blog oder sowas? Einen Blog? Metarix. Heutzutage sind doch alle auf Instapics. Und ich bin Theo Understars. Schau mal rein. Ja genau, schaut mal bei Theo Understars vorbei. Auf Instapics.
Dieses Gelände ist ziemlich unwegsam. Kehrst du bald um? Nee, ich bin auf dem Weg zum Gipfel. Ich kann die Entschlossenheit voll in deinen Augen sehen. Wie inspirierend. Wenn du meinst, ich wette, du könntest auch bis zum Gipfel schaffen. Mag sein. Ich brenne nicht wirklich darauf, den Gipfel zu erreichen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich habe gehört, dass es außerhalb der Stadt ein paar coole alte Ruinen gibt. So um die 1800 cool. Ich weiß, es ist riskant, aber ich muss sie einfach sehen. Also wenn der hier mit dem Flugzeug, was da im Hintergrund abgestürzt ist, gekommen ist, dann... Respekt, dass er noch so weit lebt. Was sagt man noch mal, bevor man etwas Unverantwortliches tut? Alle Bedenken über Bord werfen? Nee, das nicht. Ach ja. Man lebt nur einmal! Huch! Jetzt hat sich mein Spiel minimiert. So. Jetzt sehe ich wieder was. So, da oben ist irgendwas. Nein, nach links bitte. War da hoch? Nee, da kommen wir noch nicht hoch. So, Theo. Was nun? Was nun? Wollen wir mal weitergehen. So, was hier? Was ist... Oh. Okay, da war eine Sprungfeder, die vermeiden wir mal. Nein. Ein Glück, dass das hier keiner live sieht. Wäre sonst wirklich peinlich. So, jetzt haben wir das gekriegt. Ah, und jetzt sind wir hier bei den Steinen. So, hier geht's. Auch noch mal was? Ist hier oben noch was? Nee. Aber wir können direkt dann so weitergehen. So, ist hier was? Oh, tatsächlich. Die Erdbeere. Sehr schön. Können wir nicht durch... Ne, wir können nicht... Okay, versuchen wir es mal. So, das hat funktioniert. So, noch ein Haus. Ist hier noch eine alte Frau? Nee, gar niemand. Da uns das Ding ja zerquetschen kann, wie wir schon wissen... Halten wir uns doch mal lieber an der Seite fest. So, da links geht's noch weiter. Und da ist ein Schild. Heißt das, wir könnten da... Nee. Mist. Ja, das sagt uns doch... Mist. Dieses Schild da oben sagt mir... Ah! Hab's doch gewusst. Hab's gewusst. Dass man da rein konnte. Nee. Da sind Spikes dran. Eine Frechheit. Mann. Nein, schnell. Ah. Hier ist eine Sprungfeder. Komplett übersehen. Nee, wir brauchen ohne. So. Jetzt rüber. Perfekt. So, und dann kommen wir hier hoch. Oh. Ein ganz großes Nichts. Okay, wir müssen uns beeilen, sonst ist unsere Ausdauer weg.
Wie habe ich denn das gerade gemacht? Wie habe ich denn das gemacht, dass ich hier an die Ledge oben drüber gehen konnte? Wie habe ich denn das... Wie habe ich denn das gerade gemacht? Jedes Mal, wenn ich hier springe, springe ich viel zu weit. Huch. Beinahe drüber gesprungen. Oh, wie süß. Oh. Blinde Vögelchen. Müssen wir? Gelb. Weiß, pink. Blau, rot. Weiß, violett. Blau, rot. Weiß, violett. Blau, rot, violett, gelb. Aber was bringt mir das? Was kann ich hier machen? Die sind doch, das ist doch irgendein Rätsel. Mit Sicherheit. Aber ich kann ja nichts machen. Ich kann ja nicht fangen und nichts. Was ist das hier? Komische Sache. Ich weiß ehrlich gesagt nie wirklich, was das hier sein soll. Ich habe keine Idee. Ich kann mit den Vögeln nichts machen. Das scheint in irgendeiner... eine Art. Na toll. Ich kann ja absolut nichts machen. Ja, das scheint irgendeine Art Code zu sein, aber. Der weiße Vogel geht nach oben. Der violette nach links, weiß noch nicht, das schreibe ich mir mal auf. Und zwar einer geht, also wir haben die Richtung hoch, rechts runter, also nach oben haben wir die Richtung nach links. Nach unten haben wir keine, aber nach rechts oben. Nach links oben. Nach links haben wir. Und nach rechts unten. So. Nach links ist violett. Violett, weiß ist oben. Gelb ist nach links oben. Dann haben wir rot und dann blau. So. Die Reihenfolge ist weiß, weiß, violett, blau, rot, violett, gelb, weiß, violett, blau, rot, violett, gelb. Nochmal zur Kontrolle. Violett, gelb, weiß, blau, rot. Rot-blau. Genau. Und die Farben in welcher Reihenfolge? Weiß, violett, blau, rot, weiß. Nee. Weiß, violett, blau, rot, violett, gelb. Genau.
Weiß. Violett. Hm. Wo macht man das am besten? Dass man nicht runterfällt. Weiß. Violett. Blau. Ne. Hm. Weiß. Violett. Blau. Weiß, Violett, Blau, Rot, Violett, Gelb. Ja! Da haben wir's! Hey! Hey! Aber was nun? Hey! Das schubst uns einfach die ganze Zeit hier runter? Ah, reindashen. Eine sinnlose Maschine. Ja, das stimmt. Die Maschine ist tatsächlich sinnlos. Aber freut mich, dass wir das Rätsel gelöst haben. So, da können wir jetzt wieder zurückgehen. Hat sich ja gelohnt, hierher zu kommen. Ne? So. Da oben ist wieder was. Sprung. Okay, wir müssen wahrscheinlich erstmal hier hoch. Da hätte ich vielleicht mal dashen sollen. Da oben geht's nochmal weiter. Ach, haben wir gesehen. Sehr schön. Nein! Ah, ich sehe. Wir müssen dann auch irgendwie wieder zurückkommen, ne? Also das kann man nicht machen. Das hier. Wie kommen wir jetzt wieder zu... Okay. Ja, kommen wir doch anscheinend wieder zurück. Nein! Ach, Mist. So kommen wir zurück. Okay. War doch einfacher als gedacht. Ich hätte gedacht, wir müssen da wieder irgendwie zurück. Alles war anscheinend noch nie so. Nein. Da stehe ich direkt an der Kante, wo ich zerquetscht werde. Ja, geil. Der fällt natürlich auch runter. Warum auch nicht? Und ist natürlich weg. Cool. Na? Da wollte ich hin. So. Jetzt kommen wir hier. Zack, hier hoch. Nein! So war das nicht gedacht. Och Mann! Komm schon! Ey! Lass mich vielleicht mal ein bisschen tiefer fallen. Ne, wir müssen da hoch. Ich. Müssen wir nicht an das Höchste? Ich würde sagen, weil wir können dann nämlich. Nee. Ich versuch's mal. Na, so nicht. Ah doch, so geht. So geht. So, jetzt kommen wir hier lang. Waren wir aber denn schon unten so weit? Wäre ja ungern ein Level auslassen. Okay, der ist da jetzt.
Nein! Das war so nicht gedacht. Och Mann. Nein! In jeden erdenklichen Eiszapfen springe ich auch noch rein. Also wir müssen schon den hier benutzen, damit wir hier dann öfters teilen. Ich sag's noch. Ah, da unten rechts, das geht's noch weiter. Glaube ich. Ich versuch mal, dort unten rechts reinzukommen. Ja. Secret Area. Sehr schön. Oh. Schöne Secret Area. Da kommen wir sogar noch viel einfacher weiter. Machen wir da weiter oder machen wir hier weiter? Ich würde gerne erstmal hier gucken. Ja, siehst du. Na? Nein? Menschen können wir nochmal. So. What? Wie lange können wir denn hier an der Seite unser Momentum speichern? Nicht lange. So, jetzt kann ich. Oh Mensch. So, Konzentration. So, zack. So, dann. Ey, wie lange speichert denn der das Momentum? Nee. Komm schon. So. Ach, sehr schön. So, da haben wir das auch. So, dann kommen wir hier jetzt. Wir wurden zwar nicht zerquetscht, aber gestorben sind wir trotzdem. Ah, Mist. Kann man? Nein! Ich möchte gerne hier rüber dashen. Mich da festhalten. Ich würde gerne den Schwung von dieser Plattform nutzen, um da hochzukommen. Aber warum möchte ich das? Warum will ich den Schwung der Plattform nutzen? Wir könnten ja theoretisch einfach da hochdashen und dann wieder auf der Plattform landen. Wir müssen uns noch nicht mal an der Seite festhalten. Oh mein, dash da bitte einfach mal gerade nach oben. Wenn ich nur dashen drücke, dash da nach links, nach rechts. Ich muss ja, ist ein Joystick, nee, ist Steuerkreuz, deswegen. Ist es manchmal ein kleines bisschen schwieriger, da in die genaue Richtung zu dashen, um die irgendwo noch schräg abzudriften. So, wir hatten sie doch gerade. Schöne Erdbeere. Ein Countdown, wie oft man jetzt schon gestorben ist, das war echt cool. Wie so ein Speedrun-Countdown. Ein Counter. Nein, nein, wir hatten sie, wir hatten sie. Was war hier überhaupt da rechts? Der mich so hin, dass er mich dann hochboostet, ne? Och Mensch. So. So wird's gemacht. Sehr gut. Ich glaube so, das ist der Trick.
nur ein bisschen schneller sein. Genau, so. Wieder Speicherpunkt. Okay, was ist da rechts? Nee, so nicht. Das auch nicht. Na. Genau. So ist es gut. Dann könnten wir jetzt hier hoch. Oder... Okay, darüber kommen wir nicht, oder was? Doch, kommen wir. Aber was ist hier? Der Tod. Auch sehr schön. Ein bisschen schneller, sehr gut. So, was ist hier? So viele Möglichkeiten, lang zu laufen. Ah, da kommen wir dann oben nicht weiter. Könnte man da von der anderen Seite wieder zurückkommen? Ist die Frage. Obenrum, ne? Obenrum kommst du ganz einfach dann wieder zurück. Also können wir hier gucken gehen, was hier gibt. Können wir uns die Erdbeere gönnen und sterben. So, so kommen wir zurück. So, was ist hier oben? Noch eine Erdbeere, und da geht es oben noch weiter. Aber wie kommt man... Wie geht's noch weiter? Ende. Nein. Ah. Fast hätten wir sie gehabt. Eine Kassette. B-Seite freigeschaltet. Oh nein. Wir haben schon Ende vergessen. Oder verpasst. Wir haben die A-Seite verpasst. Och nein. Och mein Ohr. Da haben wir die A-Seite verpasst. Freundlich, dass wir hier unten spawnen. Ach stimmt, da rechts geht's ja auch noch weiter. Wie geht's denn dahin? Okay, hier haben wir ein Herz. Ah, da dürfen wir nicht springen. Nein! Knapp. Knapp, aber nicht ganz. So, jetzt festhalten. So, krieg mal das. So, wird ein Schuh draus. Da müssen wir mehr an die Ecke springen. So ein bisschen knapper hier so. Nee, so nicht. So, genau, bis nach oben. So, dann mal dahin. Nee. So, hier ran. Da hoch. Mensch. Nein. Das ist ja gerade unnötigerweise so oft sterben.
Geht doch. So. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen da ranspringen. Und sterben. Oh Mann. Nein. So, daran. Und dann darüber, genau. Ah, okay. Deswegen hätte man da direkt hochkommen können. Vielleicht. Aber so geht es natürlich auch. So, das Ding fällt runter. Das da oben. Das. Das fällt runter. Dann können wir vielleicht drauf, wenn wir rankommen. Sinn. Ja, wir können da sogar. Oh, hier kommen wir auch drauf. So, hier kommen wir drauf. Ah, da sind Zacken drauf. Seht, wir halten uns hier jetzt ganz einfach fest. Legend dann hier rüber und dann sind wir drüben. Ich hoffe, wir haben jetzt hier kein Secret verpasst. Jetzt komme ich ja natürlich wieder nicht zurück. Toll. Zack. So, komm mal hier hin. Wollen wir denn überhaupt schon hierher? Ich meine, ich habe das Gefühl, wir verpassen gerade so viele Secrets. Ach man. Erstmal noch ein bisschen dancen. Celestberg. Dieses Denkmal ist jenem gewidmet, die beim Aufstieg ihr Leben gelassen haben. Also auch uns, weil so viel wir gestorben sind. Holy shit. So, was ist hier? Lagerfeuer. Oh, ich bin Matsch. Oh. Schönes Feuerchen. Der Rabe. Jetzt. Vielleicht war das ja doch ein Fehler. Nicht verzagen. Kapitel abgeschlossen. Oh, wie schön. Wir haben das blaue Herz und 19 von 20. Uns fehlt eine Erdbeere. Und die B-Seite haben wir. So. Hier wäre dann alte Städte, Kapitel 2. Ich glaube, an der Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich überlege gerade noch, ob ich noch ein anderes Spiel jetzt anfangen soll. Oder ob wir hier einfach dann morgen weitermachen. Aber mittendrin wollte ich nicht unbedingt gerne aufhören. Ich denke, an der Stelle machen wir morgen einfach weiter. Das soll es dann für heute schon einfach mal jetzt gewesen sein. Wir haben schon 50 Minuten auf der Uhr. Und es ist auch schon gleich Viertel 11. Dann machen wir für heute einfach mal an der Stelle Schluss. Ich meine, wir müssen es ja nicht direkt übertreiben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Oder je nachdem im Replay, falls du dir das hier anschaust und schon der nächste Teil von Celeste oben ist, dann schau dir den doch gerne an oder guck mal bei Dead Island vorbei, mein allererster Stream, oder bei Soldan Sanctuary, da müssten auch schon zwei Teile davon jetzt oben sein, zwei Streams. Dann schau doch einfach morgen mal vorbei oder schau dich beim Kanal ein bisschen um. Lass vielleicht ein Follow da. Ich würde mich freuen und
Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Schönen Abend bis dahin und lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.